Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Dienstag. Und ihr könnt es sehen, natürlich könnt ihr sehen, diese wunderschöne Schneelandschaft. Wir haben gerade Winter in Horizon und ich habe ja schon das letzte Mal gesagt gehabt, ich habe ja eigentlich mal so richtig Bock, den Battle Royale Modus, also den Eliminator Modus, im Winter zu zocken. Passt doch, super. Also, neue Woche, neues Glück. Wir schauen, wie weit wir kommen. Und wah! Schmeiß doch den Controller nicht weg, so eine Typ. Geh an dein Ort, geh an dein Ort. Oh, puh. So. Ich bin bereit. Ansonsten, ja, ihr habt ja auch das letzte Mal mitbekommen, beziehungsweise in den ersten zwei Folgen von diesem Battle Royale Modus, den ich hier aufgenommen habe. Die Qualität der Videos, Videos waren okay, aber ich hatte mal so ein Stocken drin gehabt. Das habe ich jetzt in der letzten Folge behoben. Und zwar muss ich ein bisschen die Streaming-Qualität ein bisschen runternehmen bei Horizon. Warum auch immer, denn wenn ich jetzt nach oben nehme, die Qualität, dann zack, funktioniert es nicht mehr. Dann stockt es wieder. Also ich hoffe, dass es ja so ein bisschen erträglicher für euch ist. Also es stockt nicht mehr. Aber natürlich muss ich dann auch ein bisschen Audi R6. Auto abholen, Auto abholen. Es hat wieder geklappt, mein Plan hat wieder geklappt. Ja! Bam! Direkt auch ein schönes Auto. So, dann werden wir doch mal so langsam Richtung... Wollen wir schon jemanden ausmachen? So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass es auch in die richtige Richtung geht. In 400 Metern scharf links abbiegen. Der hat ja nur ein Smart, aber... Bei nächster Gelegenheit wenden. Das tut ja nichts zur Sache. Wird neu berechnet. Alter, ich wollte jetzt gerade der Linie folgen, nicht der... Aber ich glaube, der da drüben macht es auch gerade falsch. Also unser Gegner. Ah ne, der ist hinter uns. Oh Gott, was ist los heute? Ich bin total verwirrt. Oh, bitte lass da keine Mauer kommen, bitte lass da keine Mauer kommen, bitte lass da keine Mauer kommen. Ich muss da jetzt irgendwie durchfliegen. Ah, perfekt. Träumchen. Ach. Adrenalin ist wieder oben, Puls ist wieder oben. Ja, ist ja geil. Direkt dann auf dem Stufe 7 Wagen dann upgraden. Sobald wir beim Ziel sind. Das Problem ist, der Weg ist lang. Und gefährlich. Oh, Alter, wieder durch die Bäume hier durchgeruppt. Und da kommt die Mauer. Ich habe es geahnt. Das habe ich geahnt. Wenn wir Glück haben, macht der andere auch diesen Fehler. Ach du Scheiße. So. Nee, er hat es an mir gesehen, dass ich da dagegen geknallt bin. Aber wir sind zum Glück auf der Autobahn, können somit ja ein bisschen Speed aufnehmen und sind durch. Ach Gott sei Dank. Huh. Das hätte in die Hose gehen können. Mein Gott. Mein Herz, das pumpt ja jetzt schon am frühen Morgen. Ford Fiesta. Stufe 8, ey. Stimmt, das war ein Stufe 7 Wagen. Oh, 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 oh. Ey, Leute, das ist genau das Richtige jetzt, ne? Für Outdoor. Mit denen könnten wir uns wirklich überlegen, ob wir bis zum Schluss einfach bleiben wollen. Und uns erstmal kein Duell stellen. Ich würde ja gerne mal den ersten Platz hier drin machen. Aber wie gesagt, dann kommt halt immer noch dieses Zufall, ne? Wo startest du in den letzten Race rein? Wo sind wir denn allgemein auf der Karte? Das sieht aus wie die Vorstadt. Ja, ja. Also hier Vorstadt. Damit meine ich das hier, Freunde. So, da ist der Kreis. Sieht man total super auf der Schneelandschaft. Hätte man ruhig ein bisschen dicker und farblicher machen. Hau ab! Gehst du weg! Lass mich in Ruhe. Wobei, wollen die sich wirklich mein Auto stellen? Ja, wobei, das hat nichts immer zu heißen. Das wisst ihr selber, ne? Einmal hier gestartet und stell dir mal vor, hier kommt hier die Ziellinie mitten in der Stadt und du willst abkürzen, hängst dich irgendwo an Häusern, Sackgassen oder irgendwo fest, dann hast du auch verkackt. Du kannst doch das geilste Auto der Welt haben. Ah. Jetzt werden wir erstmal so ein bisschen schauen. Geht's eigentlich noch geiler als wie das, was ich jetzt aktuell habe? Ich meine, das ist super. Alleine schon wegen dem Schnee, ne? Ist das einfach nur mega. Aber wir können ja mal gucken, ob wir... Erstmal... Ah. Kommt da gerade zu? Schön. Wo ist er denn? Guck mal da hinten, der Mount. Der Mount! Hallo Mount! I'm ready for you.
hier ist natürlich schön zum Fahren. Ideal. Wollt ihr ein bisschen drinnen fahren? Kein Problem. Hier sind noch sind keine Leute hier. Hier können wir auch mal ein bisschen die Perspektive wechseln. Und ihr seht ja auch, ich immer wenn ich drinnen fahre, ich habe auch die Driftcam an. Das heißt also, dass der Kopf sich dann immer so ein bisschen mitbewegt. Kann ich euch ja gerne nochmal zeigen. Pass mal auf, indem ich jetzt hier mal so ein bisschen in die Kurve reingehe. Da oben ist was. Das schauen wir uns an. Oh, da will jemand das selber haben. Ich hoffe, der fordert uns nicht heraus. Nee, ist bloß ein Raptor Stufe 2. Nicht lohnenswert. Ja, wir haben Ford Fiesta RS. Und das auf der 8. Fahrerstufe hier. Also komm. Soll mal jetzt nicht so sein. So, wollen wir uns Duellen stellen oder nicht? Das ist halt die Frage. Ich meine, wir haben ein geiles Auto. Wir können es uns leisten. Wollen wir uns den da oben schnappen, was auch immer er bekommen hat? Ja, er will uns, glaube ich, auch. Ja, er wollte uns. Jetzt ist er aber dran vorbei, weil er gesehen hat, was für ein geiles Auto wir haben. Na warte. Na warte. Die schnapp ich mir. Du haust mir nicht ab. Du wolltest ein Duell, du bekommst ein Duell. Guck mal, wie er da schön dazwischen abhaut. So eine feige Sau. Und das ist kein schlechter Fahrer. Er ist hier gut durchgekommen. So, überall dieser Bunker. Ah, jetzt hat er den nach vorne genommen, ja. So, du bist der, der uns herausgefordert hat. Wisst ihr was? Ich werde dich ein bisschen ärgern. Ich werde dafür sorgen, dass der andere... Wobei, der andere macht gar nichts, ne? Pass mal auf. Wir werden den jetzt ein bisschen... Ach, scheiße. Will man mal ärgern? Hängt man sich irgendwo fest? Legge mich am Arsch. Wer kommt denn da hinter mir? Ist es der, der im Duell ist? Sieht nicht danach aus. Ne, der will uns auch nicht. Ich dachte, der fordert uns heraus. Aber dem ist nicht der Fall. Also geplant sind heute wieder, ja, also je nach Länge, ne? Zwei Runden im Battle Royale Modus. Wir müssen ein bisschen warm fahren. Ein bisschen die Reifen warm machen. Komm, lass mal rein. So ein schönes Bild. I love it. Finde es natürlich schade, dass ich jetzt für euch die Aufnahmequalität noch ein bisschen runterschrauben musste, damit ihr das einigermaßen Flüssigkeit habt. Aber wie gesagt, anders geht's leider nicht. Was soll ich tun? Forza hat sich da irgendwie bei keinem anderen Spiel, aber Forza hat da echt die Probleme. Kann natürlich auch daran liegen, dass man hier permanent in dieser Scherbe ist. Wobei, Online-Spiele spiele ich ja auch. In bester Streaming-Qualität. Also daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Und ihr seht schon, wir machen hier so ein bisschen Drift-mäßig unterwegs. Wenn ich da nicht immer die Mauern mitnehmen würde. Achso, wir müssen mal Richtung Kreis, ne? Sehe ich gerade. Wo ist er denn? Da hinten, ne? Ja, das Gute ist, der See ist ja zugefroren. Also selbst wenn es diesmal da hinten ins Gebiet reingeht, ich mag das halt nur nicht mit den ganzen Bäumen. Bup, 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 bup. Ja, aber mit einem Stufe 8 Auto bin ich eigentlich so geil vorbereitet. Scheiße, der will uns haben. Naja, guck mal, gucke. Ja, die zwei können sich gerne lieb haben. Die anderen zwei daneben uns auch. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, einfach unten links auf dem Radar gucken. Dadurch hat man... der ist schnell hinter mir. Ach, hat auch immer was. So ein bisschen durch die Winterlandschaft. Wenn wir schon in Deutschland keinen Schnee haben, dann bitte halt hier im Spiel. Das ist eine harte Kurve. Ich weiß nicht, ob man die... Ja, doch, kann man so nehmen. Kann man so nehmen. Der will mich. Oder? Will er mich oder will er mich? Ne, der will mich nicht. Was ist mit denen da vorne? Oh. Ey, der fährt immer noch einen Mini Cooper. Ach, der eine ist gerade ins Duell gegangen. Ist ja schön. Immer macht mal ihr Kiddies. Die Arena wird kleiner, ja.
können wir gleich wieder ein bisschen wenden. Aber ich habe gerade Spaß hier, einfach mal so ein bisschen zu fahren. Ja. Wir drehen ja schon wieder um. So. Das nenne ich ein Wendemanöver. Ich meine, da werden wir mal wieder ein bisschen Offroad gehen hier. Durch den Schnee. Wow. Kann aber auch fliegen, das Ding, du. Mein lieber Scholli. So, und es wird wieder tagsüber. Freue ich mich, gerade wenn es dann Richtung Finale geht. Wäre das blöd, wenn es immer dunkel ist. Sieht man noch schlechter, die Hindernisse. So, hier oben scheinen wir wieder ein bisschen Ruhe zu haben. Gehen wir mal wieder ein bisschen in die Cockpit-View. Ah, da vorne fährt einer. Aber der will auch nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, was so eure Taktik ist. Also wenn ihr mal jetzt Erste werden wollt. Ich will es jetzt nur mal jetzt ausprobieren. Und einfach mal mich jetzt kein Duell mehr stellen, weil ich halt wirklich ein gutes Auto habe. Aber in der nächsten Runde werden wir dann natürlich jedes Opfer machen und uns jedem Duell stellen. Ist ja wohl klar. Aber wie macht ihr das denn? Bleibt ihr bis zum Schluss? Oder sagt ihr euch, nö. Ich mach schon Duelle. Ah ja, hätte noch ein bisschen länger ziehen können. Dann gehen wir noch ein bisschen Offroad. Ah, es ist einfach so geil. Die Winterlandschaft ist halt auch echt ein Hingucker, ne? Also da kannst du echt nicht meckern. So, ich glaube, da vorne kommt jetzt so ein kleiner Links. Drall. Hoppa. Oder hinten geht schon wieder raus aus dem Gebiet. Müssen wir mal kurz wenden. Uha, der kommt auf uns zu. Seid bereit, Leute. Seid bereit. Gut, nee, Glück gehabt. Ja, wir müssen gucken, wo ist jetzt... Ah, wir sind hier. Oh Gott, das wird... Das heißt dann voll durch den Wald rattern, ey. Scheiße. Guckt euch das hier an. So, hier kann man überall festhängen. Wenn jetzt ein Duell kommt. Hau ab. Nee, der will auch nicht da vorne. Das ist halt schwierig, ne? So, da lang. Wir lassen uns mal hier die Hauptstraße folgen. Ich glaube, die müsste doch... Ja. Dann sind wir da vorne so ein bisschen. Falls dann nämlich ein Duell kommt, habe ich eher die Hoffnung, dass wir dann auch ein bisschen freie Fläche haben, um zumindest einen Vorsprung uns rauszuholen. Die Arena wird kleiner. 18 Fahrer noch drin. Sehr schön. Also es könnte klappen. Unser kleiner Fiesta hier. Da drüben steht einer. Ja, super. Guck mal, der liegt wie auf Schienen hier bei dem Schnee. Okay, jetzt sagte ich es und schon rutsche ich weg. Da ist aber Ende im Gelände. Dort nicht lang. Kann man hier eigentlich, gibt es hier eigentlich auch den Fotomodus, / Drohnenmodus? Oh, der will uns. Keine Zeit für Fotomodus, / Drohnenmodus. Nein. Oh, Schafe. Weg da. Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Oh, das Finale beginnt gleich. Keine Duelle mehr. Scheiße, keine Duelle mehr, jawohl. So, und jetzt bin ich gespannt. Wenn wir irgendwas hier hinten bekommen, wäre das sowas von genial. Komm schon, lass es bei mir in der Ecke sein. Und Gas. Gas, wo? Wo? Und los. Und wir sind Erster. Jawoll! Ah, hinter mir ist der eine. Komm schon, Ford Fiesta, jetzt zeig, was du kannst. Wir haben ein super Auto.
Mein Herz, das pumpt auch schon wieder wie Sau. Bei nächster Gelegenheit. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr abheben jetzt bei den Hügeln. Also ein bisschen versuchen, geschmeidiger zu fahren. Ah, das sieht gut aus. Das sieht bis jetzt... Wow! Dein Ernst? Nö! Nö, 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 nö! Mir fehlt an Endgeschwindigkeit. Dreckmist. Ach! Oh, ja, 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 er hat sich geleddert, er hat sich geleddert. Da hat er Probleme bekommen mit dem Gelände. Das ist unsere Chance, jetzt wieder nach vorne zu brechen. Zu brechen? Ja, ja. Wir sind da ein bisschen besser vorbereitet als du, mein Freund. So, ich muss Vollgas probieren, das ist die einzige Chance. Er kommt schon wieder. Komm schon. Komm schon. Ah, er hat sich wieder gelettert. Guck mal auf dem Radar. Ist auf einmal stehen geblieben. Oh, wir schaffen es, Leute. Wir werden Erster. Oh mein Gott, jawohl. Plan ist aufgegangen. Leck mich am Arsch. Glückwunsch. Du bist... Oh, gibt sogar einen Erfolg. Oh, jawohl. Woo. Woo. Ah. Glückwunsch, Kumpel. Du hast es in die Reihen der besten Fahrer geschafft. Na, aber... Fahrer, die wahre Legenden sind. Manche behaupten, es gäbe sie gar nicht. Sag. Aber als Eliminatorsieger hast du ein Anrecht auf deinen Platz unter den... Illuminati. Ein Platz auf den Illuminati? Ah, super. Ich bin glücklich, Freunde. Ich bin sowas von happy. Hätte ich jetzt nicht gedacht, Mensch, machst du mal eine Aufnahme und dann läuft das natürlich auch gleich so gut. Plan super aufgegangen, wir hatten einen super Startpunkt gehabt fürs Ziel. Ein Träumchen. Gut, dann würde ich nochmal sagen, auf geht's in die nächste Runde und jetzt wird sich aber nicht, versteckt. Na gut, wir haben uns nicht versteckt, wir sind schon gefahren, aber wir werden uns jetzt den Duellen stellen, damit wir jetzt noch ein bisschen Duell-Action bekommen. Denn jetzt sind wir ja Erster geworden. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Das war's. Und ja, wie gesagt, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt von Forza Horizon 4 und dem Battle Royale Modus, dann schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare, / wenn ihr nicht Bock habt zu schreiben, dann lasst da einfach ein Däumchen unter dem Video da. Dann weiß ich ganz genau, okay, den Leuten macht Spaß, die wollen mehr sehen, also bekommt's auch mehr. So. Fährt auch gut hier. Muss ich immer wieder sagen. Liegt super. So. Neues Auto zusammen. Okay. So, wir wählen aus. Und wir springen wieder an unseren Lieblingshotspot. Und bopp. Und dann wollen wir doch mal hoffen, dass wir gleich wieder so viel Glück haben wie gerade eben. Weil der Audi war ja nicht verkehrt. Eliminierung beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Und da ist Senix. Da ist nix. Wir wenden. Und hier ist... Ja, auch nicht, wa? Scheißendrick. Wir gucken mal noch hier hinten. Hier hinten hatte ich auch immer noch Glück, dass da mal... eine Dropzone ist. Aber... das sieht mir leider diesmal nicht danach aus. Gucken wir hier noch. Auch nicht. Schade. Irgendwo da drüben. Nee. Da drüben ist auch nichts. Ja, wenn die Arena jetzt kleiner wird, müssen wir auch erstmal reinfahren. Wie weit ist es denn? Ach Gott, geht ja noch. Gut.
Das heißt, bevor wir ein Duell haben, erstmal eine Dropzone suchen. Da hinten auf dem Berg, vielleicht haben wir da wieder Glück. Opa! Bis jetzt sehe ich leider gar nichts. Bisschen schade. Da, ich glaube, da hinten habe ich was gesehen. Oder? Nee. Hab ich nicht. So eine geile Weitsicht jedes Mal. So, hier mal kurz durchbrechen. Hey, da oben beim Berg ist auch nichts, aber wir werden die Chance mal nutzen, um da hoch zu fahren. Damit wir mal einen kleinen Überblick bekommen. Boah. Ich bin der König der Welt. Einfach mal hier oben stehen und... Ich sagte hier oben stehen. Und die Aussicht genießen. Ich sehe nichts. Gibt's doch gar nicht. Nirgendwo ein Drop? Ach komm schon. Nicht dein Ernst. Der Kreis ist, wir sind jetzt mittendrin, ne? Ja. Also wenn wir uns noch so ein bisschen weiter rechts halten. Und ja auch erstmal das Waldgebiet wieder. Können wir es halt nur versuchen, wenn wir uns ein bisschen an der Straße lang fahren. Da gab es ja dann auch mal den eine oder andere Möglichkeit. Was ist denn hier hinten bei dem Haus? Ist da irgendwas vielleicht in der Nähe? Nö, ist einfach nur ein Haus. Und das Haus macht nasse. Gut, was soll ein Haus auch machen? Wegrennen? So, zeig mal her. Ja, lass uns mal die Straße hier folgen. Aber auch keine Mitspieler hier irgendwie in meiner Nähe. Also dafür, dass wir jetzt lauter Duelle machen wollten, geht das gerade ganz anders aus, als ich dachte. Komm schon. Hier muss ja irgendwo was sein. Da hin. Gott sei Dank. Zwei sogar. Stufe 7. Das ist doch wieder der Audi. Na, komm her. Oh, und da vorne ist einer. Ja, ich hab's gesagt, wir müssen ihn herausfordern, Freunde. Wo ist er? Ach, jetzt ist er hinter uns. Den schnappen wir uns. Nee. Freund Blase, bleib mal hier. Ja, der hat kein schlechtes Auto bekommen, so wie es aussieht. Komm schon. Ich fordere ich heraus. Ich hab's gesagt, auch wenn wir verlieren. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, und los. Los. Sehr schön. Exakt in die richtige Richtung gefahren. Jetzt wird's nur schwer, ne? Straße oder dichter Wald. Das wird sich jetzt zeigen, wie wir jetzt fahren werden. Gut ist, er kann sich erstmal an mich orientieren. Scharf links abbiegen. Und dann zu sagen, nee, ich fahr lieber da lang oder da lang. Aber ich versuch's tatsächlich jetzt mit dem Wald. Und dann jetzt erstmal ein bisschen Straße. Er hängt am Baum fest, super. Würde ich jetzt zumindest dem Radar so entnehmen. Und wir bleiben erstmal auf der Straße. Und ich glaube, das sieht wieder einmal hervorragend aus. Boah, der rutscht aber. Ui. 400 Metern rechts abbiegen. Leco mio. Mamma mia. Rechts abbiegen.
So. Das Duell haben wir dann aber locker flockig gemeistert und geschafft. Träumchen. Ja, sorry, Kollege. Das war's für dich. Und dann nehmen wir doch den nächsten Audi. Babam! Alter, Alter. Ja, heute geht's aber ab hier. Dann mal, brauchen wir noch ein Bild. Ich würde halt gerne die Kamera so ein bisschen weiter weg haben wollen. Wir brauchen ja noch ein Thumbnail-Bild. Könnte man mit den Audi doch mal machen. Vielleicht da hinten drauf. Das ist doch schön. Können wir denn da hin? Hier rein, ja? Ruhe! Ja, indem man alles kaputt macht, bestimmt nicht, Sonnergy. So, kriegen wir jetzt irgendwie ein Bild? Wir machen so. Ja, jetzt muss ich mir nur ungefähr merken, ab welcher Minute. Und dann machen wir hier so ein schönes Bild. Und dann ist die Sache geritzt. Geht das besser? Ah, guck mal, das geht sogar besser, wenn man die Kamera ein bisschen weiter weg macht. Schau mal so. So ist doch cool. Ja, ein Traum. Ein Traum. So, Hammer. Bild gemacht. Weiter geht's. Und jetzt müssen wir mal schauen. Der Kreis ist hier so. Wir werden uns mal weiter hier so vorne aufhalten. Also, nächste Straße rechts. Und dann, da kommt unser Duellpartner. Ne, wir machen das Duell erst, wenn wir da draußen sind. Und wenn wir dann wieder denselben Weg. Jetzt sind wir ja so ein bisschen geübt hier. War das die richtige Straße? Ja, ich roll zumindest einfach durch. Ach, guck mal da. Bambi. Oh Gott, aber auf dem Gelände ist der scheiße. Ja, gut. Klar. Das ist jetzt nicht so das ultimative Geländemonster ist. Das sollte, glaube ich, jedem bekannt sein. Und dann auch auf Schnee macht die Sache jetzt auch nicht besser. So, da hinter mir ist ein Duell drin. Autsch. Einmal schön gegen die Bäume geknallt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwo einen Duellpartner finden. Vielleicht versteckt sich ja hier einer. Ach du Scheiße, nee. Oh Gott, mit dem Auto, das wird nichts. Also mit denen schaffen wir das Finale definitiv nicht. Ich glaube, mit dem wird sogar jedes Duell jetzt schwer werden. Auf der Straße müssten wir bleiben halt. Wir brauchen hier einen Dings, damit das Duell Richtung da, wo wir gerade waren, wieder endet. Da hinten ist einer aufgeploppt. Warte mal, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. So, pass auf jetzt, der hier. Nee, 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 nee. Ich will dich, ich will dich. Nicht ihr zwei. Bitte, 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 lasst mich mal. Ja, da fährt noch einer, das sind drei. Komm schon, komm schon, komm schon. Viere, wow. Die sind schon im Duell. Aber was ist mit denen hier? Komm schon, komm schon, komm schon. So, wo lang? Uah, das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber er anscheinend auch nicht. Er ist auch erstmal komplett weg. Ach du Scheiße, wie soll ich das jetzt mit den Audi schaffen? Hier hoch. Also ich habe auch kaum Grip. Also ich kann jetzt zwischen den Bäumen ganz wenig navigieren. Ja, der Dings ist auf der Straße. Sehr schön. Freut mich für dich. Ich glaube, das ist die falsche Route, die ich hier mache. Das ist nicht das, was ich hätte tun sollen. Ja, der ballert auf dem Asphalt jetzt durch. Und wir müssen hier durch die ganzen Bäume. Einfach mit viel Glück und hoffen, dass wir durchgebrettert kommen. Ja, sehr schön. Das war zu viel. Ich komme nicht hoch, ich komme den Berg nicht hoch. Schaffen wir es noch? Wir schaffen es, ne? Oh Gott sei Dank. Oioioi, da haben wir mehr Glück als Verstand gehabt. Mama mia. Aber ich sag doch, heute ist ein Träumchen. Oh, den Akura Stufe 9.
Ja, warum nicht, ne? Ba-bam. Alter, der schlittert natürlich. Aber ist natürlich ein ganz schönes Gefährt. So, wo sind wir? Wir machen das nächste Finale, so wie es aussieht. Wenn wir wieder Glück haben und es bleibt wieder auf der rechten Seite der Karte, Freunde. Dann könnten wir zweimal den ersten Platz holen heute. Wir warten einfach mal und hoffen, dass jetzt keiner kommt. Zwei Duelle haben wir gemeistert. Oh Gott, da vorne sind welche. So. Kurz warten. So, ich weiß nicht, wenn der Bereich jetzt kleiner wird, ob es dann direkt losgeht. Und der ankündigt, dass es jetzt das Finale ist, oder ob es... Ha. Ja, jetzt bin ich scharf drauf, nochmal ein Finale zu machen. So, die zwei sind in ein Duell drinne. Da kommen die nächsten im Duell. Oh, das sieht gut aus, wenn die alle im Duell sind. Wow! Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Keine Duelle mehr! Ja, keine Duelle mehr. Perfekt. So, und jetzt lasst uns überlegen. Wir könnten, wenn das jetzt hier drüben passiert, könnten wir geradeaus und dann die Landstraße oder dann halt so rum. Steht denn hier gerade neben mir? So, ich fahre erstmal instinktiv nach rechts und hoffe, dass es passt. Komm, 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 bitte, 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 bitte. Oh, da vorne ist aber einer. Scheiße. Okay, das geht noch. Also mehr oder weniger. Nee, geht nicht. Guck mal, wie viele da drüben sind. Boah, scheiße. Ach du Scheiße. Und dann noch hier durch den Wald. Boah, nein, ich hab's geahnt. Schön dagegen geknallt. Ah, hau ab, Mann. Ach du Kacke, und dann noch sowas hier. Nee! Nee! Okay. Genauso kann halt auch ein Finale aussehen, wenn man eine richtig kacke Position hat. Schade, ich dachte, wir hätten das Auto hier nochmal schön rotzen können. Aber trotzdem, war doch heute ein Träumchen. Aber da hängen trotzdem noch einige. Noch sind wir auf Position 9. Die müssen ja auch erst durch den Wald durch, außer der da ganz vorne. So, wir werden mal schauen. Jetzt haben wir Speed. Und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich abheben. So, komm schon, komm schon, komm schon. 400 Meter. Zieh durch. Ja, da kann schon wieder so ein Wald. Boah. Immer noch Platz 6, ja? Ja, die Entfernung ist noch zu weit weg. Ja, nee, wir haben zu viel Wald, Leute. Ah, keine Chance. In der Luft lenken geht leider nicht. Und da brettern sie alle an mir vorbei. Ja, meinetwegen halt noch durchs Wasser. Schlimmer geht immer. Und dann kommen hier noch ein paar Häuser, wa? Na klar. Na, du auch hier. Arme Schwein. Links abbiegen. Schön erstmal durchs Dorf geknallt. Ja, das war's. 9. Platz. Gut. Was wollen wir machen? Trotzdem. Mir hat es auf jeden Fall heute richtig Spaß gemacht. Lief gut. Zweimal Finale. Einmal Erster geworden. Schöne Autos. Alle Duelle gewonnen. Gut, waren jetzt insgesamt bloß 3 Duelle, aber hey, alle Duelle gewonnen. Kann man auch mal so behaupten, ne? Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon wieder nächste Woche zur nächsten Jahreszeit im Battle Royale-Modus hier in Forza Horizon 4 auf der Xbox One X. Na super, 5000. Dankeschön. Die hättet ihr euch auch noch sparen können. Okay, bis dahin. Haut rein. Euer Sonnechi. Ciao.